Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 64. Ja, wir sind wieder im Cooperheim. Ganz woanders, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar ist mir nämlich nochmal eingefallen, dass ich hier nicht mit jedem gesprochen habe. So wie ich nochmal durchgelesen habe. Als ich mir die Items nochmal angeguckt habe, steht nämlich drin. Ein Brief am Mord. T-Punkt im Cooperheim, also einem Toad. Und mit wem habe ich in der letzten Folge noch nicht gesprochen? Mit einem Toad. Also würde ich mal sagen, reden wir erstmal mit dem Toad. Was haben wir denn hier? 3 BP, na, no, brauche ich nicht. Nein, nicht den Soda, nicht den Soda. Blatt kann weg. Dann würde ich mal heute mal die ganzen Briefe mal abgeben. Dann haben wir das auch hinter uns. Da ist nichts drin. Die Sache ist nur so, welcher von denen? Ich probiere erstmal mein Glück hier. Du bist doch Morty, stimmt's? Mein Name ist Power Carry. Ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe da etwas für dich. Einen Moment bitte. Bewusst nicht mit denen gesprochen, weil ich dachte, da werde ich eh noch zum Ausdruck gezwungen. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ein Brief? Für mich? Oh, er ist von meiner Frau. Wie süß, ich liebe sie so sehr. Was steht denn da drin? Puh, oh, Verzeihung, ich war ganz in den Brief versunken. Diese Frau, sie ist so lieb. Ich bin verrückt nach ihr. Danke, dass du mir so viel Freude gebracht hast. Nimm das als kleines Dankeschön. So, dann können wir jetzt wieder zurück. Hey. Also geht's heute wohl noch nicht in den Nimmernimmerland. Wir wollten ja eh zum... Sag schon, zum Sternschnupfengipfel und da paar Orden. Holen. So, Items. Ein Brief am Merlon. Okay, da muss man eh lang. Die nächsten Briefe sind genau ganz in der Nähe. Dum, dum, dum. War ich eigentlich schon im Ordenladen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Es gibt zumindest neue Sachen. Macht es dir leichter, einen Angriff aufzuweichen? Ja. Mit dem richtigen Timing triffst du alle Gegner nacheinander. Merlo, ich habe einen Brief für dich und weh, du spoilerst mir, was ich als nächstes tun muss. Wenn du willst, dass ich in deine Zukunft blicke, dann sprich von der anderen Seite des Tisches zu mir, möchte ich nicht. Sie sind doch Merlon, ja? Mein Name ist Power Carry, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Von wem ist er? Oh, meine Enkelin Merly. Die ist vor kurzem im Familiengeschäft eingestiegen. Sieh an. Oh, so interessant. Sie hat ihren Stand im staubtrockenen Vorposten tief in der Wüste eröffnet. Er befindet sich irgendwo abseits des Rubels. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Das hört sich gut an. Vielen Dank, dass du mir diesen Brief gebracht hast. Ich gebe dir dies dafür. Mehr Sternsplitter sind mehr Sternsplitter. Wie viele haben wir denn mittlerweile? Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte den hier machen. 18. Mal gucken. Vielleicht lohnt sich das.
Wo müsste es dann der andere Tod sein? Denk doch nur, Eisdeppen. Bist du denn der Tod? Du bist doch Mufti, stimmt's? Mein Name ist Pyro Carey, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für dich. Im Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Oh, der ist von Gumbaba. Dem alten Kauz. Gumbaba. Wir beide haben die gleiche Denkweise. Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich ihn gesehen habe. Schon fast ein bisschen zu lange. Da fällt mir ein. Ich wollte gerade einem meiner Freunde einen Brief schicken. Dein Timing ist perfekt. Das ist der Brief an meinem Freund. Sein Name ist Coover. Er lebt in Cooperheim. Würdest du ihm bitte diesen Brief zustellen? Er hält sich garantiert in der Nähe des Dorfeingangs auf. Er hängt gerne vor dem Tothaus herum. Zwar besteht keine Eile, aber es wäre nett, wenn er ihn bald erhalten würde. Ich sehe schon, ich bin in dieser Folge der Postbote. Wisst ihr was? Ich mache an dieser Folge einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dort angekommen bin, dann haben wir nicht allzu viel Zeit verschwendet. Bis gleich, yo. Na gut, der Weg war dann doch nicht so weit. War also eigentlich unnötig, aber gut. Konnte man ja vorher nicht wissen, ne? Muss ich hier wirklich jede einzelne Treppenstufe nach oben? So, sag mir, was für Orden hast du denn im Angebot? Daneben. Verhindert das so von einem ersten Angriff getroffen. Hin und wieder werden Gegner Mario verfehlen. Ne? Vektorschutz Mario für Vergiftung und Verwirrung. Das hört sich gut an. Herzlein. Die KP regieren sich während des Kampfes langsam. Blumensägen. Guck, zeigt die KP deiner Gegner. Da ist ja Kubaba eigentlich unnötig. Zapper, Gegner, die Mario berühren, allein Stromschaden. Herzfinder, nach einem gewonnenen Kampf findest du mehr Herzen. Blumenregnerin. Heesauger. Senk Angriffskraft von an. Okay. Erhöht Sprung und Hammerangriff um 1. Okay, ich muss sparen. 25. 25, okay, merke ich mir. Also, falls wir jemals 25 Sternpunkte haben. Sternsplitter, dann weiß ich, dass ich dorthin muss. Okay, dann mache ich jetzt aber einen Cut und dann sehen wir uns gleich in Cooperheim wieder. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob es jetzt endlich der letzte Brief ist oder die Quest noch weitergeht. Ich will doch nur die Briefe endlich durchhaben. Ich will ins neue Gebiet. Warte, vor dem Laden hat er gesagt, ne? Du bist doch Coover, oder? Mein Name ist Pyro Carey, ich bringe die Post. Ich glaube, ich habe eine Sendung für dich. Einen Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist niemals zu Ende. Hey, danke, du kommst zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Das klingt jetzt nicht gerade danach, dass die Quest demnächst aufhören würde. Ich wollte gerade selbst einen Brief aufgeben. Oh, sieh doch nur, es ist ein Brief von Mufti. Wir beide haben immer die gleichen Gedankengänge. Er ist einer meiner Fischerkumpel. Ich kann dir sagen, wenn du noch nie fischen warst, solltest du es mal versuchen. Es ist ein wunderschönes Hobby. Komisch, ich wollte gerade alle meine Freunde anschreiben und ihnen einen Angelauszug vorschlagen. Sobald wir einen guten Angelplatz gefunden haben, werde ich einen Brief an Mufti schreiben. Nun, könntest du das wohl für mich zustellen? Vielen Dank. Das ist für einen Freund von mir, der immer im Hafen von Tottown angelt. Er ist ganz leicht zu finden. Vielen Dank nochmal. Wir sehen uns dann gleich am Hafen von Tottown wieder. Bis dahin. Tschüss. In der nächsten Folge gehen wir zu Nimmernimmerland. Ganz sicher, sagte ich und bringe jetzt erstmal Briefe um.
Von A nach B, von B nach A. So, der Fischertyp muss sicher sein. Halt still, verflixt doch mal an den Haken mit dir. Tut doch gar nicht weh, du elender kleiner Zappler. Jetzt reicht's aber, ja? Ich werde nicht der Köder sein. Nimm deine Pfoten weg. Von einer Person, die am Hafen angelt. Ah, das müssen Sie sein. Mein Name ist Paracarry, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment bitte. Glaubst du oder weißt du? Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Was ist das denn bei Klabautermann? Das ist ja von Kuva. Mufti sagte, er hätte auch einen Brief geschrieben. Sie alle sind im Angelfieber. Zeit für einen Ausflug. Du solltest auch mitkommen, Mario. Ah, da fällt mir ein. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du ihm das bringen? Wem? Naja, dem Cooper, der dir den Brief für mich gegeben hat. Cooper ist sein Name. Ja, und pass gut auf dich auf. Why? Das ist doch nicht wahr. Wie viele Briefe denn noch? Das ist nicht nett. Definitiv nicht. Demnächst verlange ich Briefgebühr. Dafür kann ich jetzt die Folge nicht nochmal. Ich wundere, dass ich noch nicht zu den staubtrockenen Ruinen musste. Hätte ich besser jetzt nichts gesagt. Du-di-du-ballet. Oh, Quiz. Quiz, und hier ist wieder Ihr allseits beliebter Quizmaster, Wim Quizmo. Willst du es versuchen? Na gerne. Dann kommen wir zur Frage. Frage. Welche Fähigkeit setzt Gumbario häufig ein? Den Scanner. Korrekt. Gratulation. Hier ist dein Sternsplitter. Du hast bis jetzt 3 Fragen richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bei Quiz Quizmo. Herr Kufa, Paracarry hier. Ich habe da einen Brief. Einen Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nicht zu Ende. Bitte sag das nicht. Oh, danke, cool. Der ist von meinem Kumpel. Das muss die Antwort auf meinem letzten Brief sein. Danke für die rasche Zustellung. Jetzt kann ich den Rest der Gang anschreiben. Ich freue mich schon darauf, mit all meinen Freunden zu fischen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Einen Brief habe ich schon fertig geschrieben. Ja, kannst du das für mich erledigen? Er geht an Mr. E, der in der Wüste lebt. Ich hab's gerade noch gesagt. Vermutlich hängt er vor dem Tortoise herum. Er trägt einen blauen Turban. Du wirst ihn sicher gleich erkennen. Vielen Dank für alles. Ich hab das Gefühl, die Quest wird fürs nächste nicht aufhören. Also, wenn gleich noch ein Brief kommt, das machen wir dann, nachdem wir mit der dritten Welt fertig sind, mit dem dritten Kapitel. Ich hab Zeitdruck, ich muss bis zum Release des zweiten Teils fertig sein. Ich möchte nicht alles parallel machen, dann komme ich doch kreuz und quer. Das ist der Laden. Bin ich schon aus der Wüste raus, also muss ich ein weiter nach rechts. Blauer Turban. Blauer Turban. Schon wieder ein Quiz. Quiz, und hier ist wieder Ihr allseits beliebter Quizmaster. Dann kommen wir zur Frage. Frage.
Welche Farbe hatte die Hose des Goomba-Königs? Rot-Weiß? Oh, das war geraten. Gratulation, hier ist dein Sternsplitter. Wie viele Sternsplitter habe ich denn jetzt? 20, nur noch 5. Okay. Du bist der mit dem blauen Turban. Ich liebe diese Stadt. Es ist mir egal, wie hart das Leben in der Wüste ist. Es ist nirgends schöner als zu Hause. Ich werde hier geboren. Ich wurde hier geboren. Ich werde auch hier bleiben. Sie sind doch Mr. E, oder? Mein Name ist Paracarry. Ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe da etwas für Sie. Einen Moment bitte. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Bitte hör auf, das zu sagen. Vielen Dank. Oh, sieht aus wie eine Bestellung aus Cooperheim. Mein Job ist es, Lieferungen von stopptrockenem Vorposten auszumachen. Der Kerl hier ist ein sehr guter Kunde. Er bestellt sehr viele Waren. Hey, würdest du ihr mir wohl den Gefallen tun? Und das nächste Mal, wenn ihr in Toddown seid, diesen Brief zustellen? Er geht an Miss T. Sie wohnt dort. Sie ist eine von drei erstaunlich hübschen Schwestern. Üblicherweise findest du sie vor dem Dojo, wo sie mit ihren Schwestern plaudert. Vielen Dank. Das mache ich dann, wenn wir mit der nächsten Kapitel fertig sind. Ich habe keine Lust, Briefe zuzustellen. Weil wir kommen doch eh immer wieder zurück zum Toddown. Ich meine, wir haben jetzt 16 Minuten an nichts außer Briefe zugestellt. Wird Zeit, dass wir auch mal was anderes machen. Aber wir können ja mal ein bisschen den Orden mal wieder auffrischen. Schnarcher. Ein Gegner für kurze Zeit in Schlaf. Hammerwurf nutze ich eigentlich auch nicht. Doppelangriff. Vertreppe wieder aus dem Kampf. Zwei Items während einer Runde einsetzen. Dachreschild weiß ich jetzt nicht, ob ich das noch brauche. Wirbelwind. Ein schwächerer Gegner wird durch einen Wirbelschlag besiegt. Das ist eigentlich praktisch. Hab plus habe ich ja noch. Dann nehme ich das und vielleicht dann nochmal den Anti-V-Hieb. Doch, so geht es nochmal. Arr! Ein Geist. Ui. Ui, ui. Oh, gerade eben ist mir ein Geist erschienen. Du hast ihn doch auch gesehen, oder? Ja, habe ich. Ich bin nicht der Einzige. Da drüben. Nein, andere Seite. Er ist im Wald verschwunden. Mario, dieser Wahnsinn muss enden. Würdest du bitte weit nach den Rechten sehen? Eigentlich wäre ja mein Job, aber ich kann einfach nicht gehen. Ich habe zu viel Angst vor Geistern. Oh, bitte, ich bitte dich. Okay. Machen wir. Kann ich hier mir noch irgendwas angucken? Nicht wirklich. Na komm. Jetzt wird's unheimlich. Verzeihung, Sir. Sie sind nicht zufällig Mario? Wie geht es Ihnen, Sir? Meine Herren wünscht Sie zu sehen. Würden Sie diese Freundlichkeit besitzen, uns in der Villa am anderen Ende des Nimmer-Nimmer-Waldes zu treffen? Meine Herren bat mich auch hinzuzufügen, dass sie über wichtige Informationen bezüglich der Sterne verfügt. Bitte beeilen Sie sich. Seien Sie sich einer herzlichen Empfang gewiss. Und sollten sie nicht erscheinen, dann holen wir euch. Okay. Kapitel 3, der Unbezwingbare. Nimmer Nimmerwald, Toddown.
sind drei Blumen. Hier sind auch drei Blumen. Jalla. Das ist dann der richtige Weg. Weiß es doch nicht. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Dies ist der Nimmer-Nimmer-Wald. Von hier an wird der Weg äußerst gefährlich. Wusstest du das nicht? Du kehrst besser wieder um. Aha, das ist also deine Geschichte. Du bist im Buchhus-Villa eingeladen. Dann darfst du passieren. Hör gut zu. Wenn du durch diesen Wald gelangen willst, musst du sehr genau auf deine Umgebung achten. Bis zu dem falschen Pfad landest du im Handumdrehen wieder am Waldrand. Die Umgebung nahe des richtigen Weges wird sich immer ein wenig vom Rest des Gebietes unterscheiden. Halte Ausschau nach Hinweisen. Jetzt zum Beispiel solltest du dir die inneren Bäume genau ansehen. In einem von ihnen wirst du ein blühendes Augenpaar finden. In seiner Nähe befindet sich der richtige Ausgang. In den anderen Teilen des Waldes gibt es auch andere Hinweise. Beobachte den Wald um dich herum mit größter Sorgfalt. Bevor der Backseat Gamer, der hat mir gesagt, was ich machen soll. Wirklich. Warte. Okay, da den Erstangriff zu finden, ist dann eher unwahrscheinlich. Ein Waldfussi. Das ist ein Waldfussi. Waldfussi sind immer grün. Maximale KP 6, Angriffskraft 1, Verteidigung gleich 0. Wenn sie dich schnappen, entziehen sie dir KP und laden so ihre eigene Kraft wieder auf. Sie sind richtige Vampire. Und manchmal teilen sie sich auch. Wenn sie das tun, sind sie noch stärker. Versuche sie zu besiegen, bevor sie sich teilen können. Boah, machen wir doch mal Erdbeben, ne? Macht zumindest zwei Schaden. Was macht er da? Er hat sich geteilt, okay. Keine Ahnung, wie man das blocken soll. Dann machen wir schon mal den ersten weg. Bumm und bumm. Okay, der macht 4 Schaden, das ist gut. Hey, keine Ahnung, wie ich das blocken soll. Okay. Nein, ich hab's vermasselt. Das habe ich auch schon wieder vermasselt, aber das gibt's doch nicht. Ich habe keine Ahnung. So, dann ist der schon mal down. Ich weiß nicht, wie ich diese Attacke blocken soll. So, mach mal einen Powerspucken. Da die nicht so viele Erfahrungspunkte geben, würde ich mal denken, dass ich die mit einer Wirbelattacke einfach so bezwingen kann. Wenn ich mich vorher angreife. Mach die mal bitte weg. Oder zumindest schon mal ein bisschen Schaden. Ich weiß nicht, wie ich die blocken soll.
Oh, komm. Wozu habe ich das Item letztens gefunden? Wo ist jetzt das Auge? Das schauen wir nicht. Hier leuchtet auch nichts. Jetzt wird nicht was. Dann einmal Gumbaro wieder raus. Okay, ihr dreht euch nach rechts. Ihr dreht euch auch nach rechts. Ihr dreht euch auch nach rechts. Ihr dreht und